Jetzt bin ich wieder am Start. So, ich bin wieder da. Wie gesagt, ich muss es machen, dass der Bot danach noch da ist. Stimmt, das war schon umgestellt auf Hetzner-Name-Servers. Vielleicht braucht es jetzt erst ein bisschen. Okay, kein Schimmer. Wir machen das erste Mal. Wir warten mal kurz. Was sagt er denn hier? Genau, die. Stimmt, die waren schon umgestellt auf Hetzner. Das hat er beim Import, glaube ich, mitgemacht. Kann das sein? Dein Guthaben ist weg. Ja, du sollst ja auch keine 300-Euro-Server holen. Nee, das ist kein Fail. Das ist Absicht. Das geht bei allen diesen Services so. Die Domain zeigt ja aber noch nicht auf ein Hetzner-DNS. Hier müsste jemand explizit auf den richtigen Hetzner-DNS zeigen lassen, dass das Ganze funktioniert. Das ist bei allen diesen Services so. Ah, guck mal. Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat er es gecheckt. Das habe ich das umgestellt. Is claimed by someone else. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir im nächsten Stream machen. Ich glaube, da braucht jetzt erstmal, bis es timeoutet. Versuch mal kekw.tf zu nehmen. Tatsächlich. kekw.wtf. Aber warum kann man das claimen? Hä, das verstehe ich nicht. Was ist das für eine komische Logik? Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Bei Cloudflare funktioniert das anders. Bei Cloudflare musst du, dass das überhaupt angelegt wird, innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Tag deine DNS-Server hinterlegen, sonst geht das nicht. Okay, das ist aber schon Fail. Gateway Services. Okay, kein Schimmer. Müssen wir warten. Wir machen das heute nur mit HTTP. Keine Ahnung, was da los ist. Wir legen den Load Balancer mal an, nur mit HTTP. So, jetzt kommt das, wofür ich den Health Check angelegt habe. Also, ihr erinnert euch, ich habe hier einen Health Check drin stehen, wo der Load Balancer testen kann, ob das Ganze funktioniert. Also, enter your custom response, healthy. Path/health. So, also, Domain brauche ich nicht. Also ich hoffe, das funktioniert so. Also, was ich jetzt erwarten würde, ist, der Load Balancer geht jetzt zu meinen App-Servern hinten dran, alle 15 Sekunden und guckt, ob der Service noch lebt. Werden wir jetzt mal ausprobieren. So, Sticky Sessions brauchen wir nicht. Sticky Sessions bedeutet, wenn du einen Load Balancer hast mit 5 App-Servern, dann kannst du mit Sticky Sessions dafür sorgen, wenn jetzt hier ein User reinkommt. Schauen wir hier, das Rote ist ein User und der kommt jetzt zum ersten Mal auf diesem Server und macht weitere Requests, dann kommt er immer auf diesem Server raus. Das sind Sticky Sessions. So, und wenn ein anderer User reinkommt, dann dahin. Ansonsten macht er standardmäßig hier alles im Kreis. So, also Sticky Sessions aus, Proxy-Protokoll brauchen wir auch nicht. Status-Codes 300, 200, alles vollkommen in Ordnung. Okay. Versuch mal kekw.tf anzulegen. Tatsächlich. Ja, das ist ja bescheuert. Warum kann man das anlegen? Ohne dass man beweisen muss, dass es einem gehört? Das ist ja hängen geblieben. Hä? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Kekwe Services. Bam. Jetzt funktioniert's. Okay. Alles klar. Wunderbar. Warum auch immer.
Ich musste das doch hier umstellen, wahrscheinlich. Okay. So, ich continue jetzt erstmal. Okay, genau. So funktioniert das normalerweise. Normalerweise ist das genauso wie... Also, das funktioniert folgendermaßen. Man registriert eine Domain irgendwo. Übrigens, Max, ich muss dich dann auch da wieder rausschmeißen aus dem... Weiß nicht, warum die das mit übernommen haben. So, also, auf Namecheap, mach mal hinne. Namecheap hat keinen Bock mehr. Ist zu cheap. Hallo? Namecheap, please? Pause, Champ. Nee, Namecheap. Ah, jetzt. Okay. Also. Normalerweise funktioniert das folgendermaßen. Man legt das an bei irgendeinem Domain-Registrar. Kann bei Hetzner selbst sein, ist aber egal. Bei irgendeinem Domain-Registrar legt man das an. Und wenn man dann einen anderen Anbieter haben will, der sich um diese ganze Geschichte kümmert, mit Zertifikaten und Namensauflösung, dann kann man sagen, hey, lieber Anbieter, da wo ich meinen Domain registriert habe, der zukünftige DNS ist das hier und dann muss ich den Kram hier hinterlegen. So, und die sind randomized, dass es nicht zufällig passieren kann. Zumindest ist das normalerweise so. Also gehe ich nochmal hier rein, ohne den Max zu leaken. Und jetzt sagen wir Custom DNS, Hydrogen NS Hetzner, Oxygen NS Hetzner, Helium NS Hetzner, Add. Gut. Und jetzt Finish. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ich hab bloß noch nicht gesehen, wie es aussieht, wenn es funktioniert. Hetzner. Boah, das ging aber schnell. Namecheap ist auf Zack. Genau, das sollte eigentlich erst blocken, wenn es verifiziert ist. Sehe ich genauso. Weiß nicht, wo da die Logik ist. So. Edit Zone File. Wow, das ist ja richtig Oldschool-Taktik hier. Gibt's da... Ah, nee, es gibt auch so einen Edit. Was ist das eigentlich für eine Logik? Okay, also wir brauchen einen A-Record für meinen Load Balancer, von dem ich die Adresse noch nicht habe. Also von der Idee her soll das jetzt so sein, wenn ich sage ping kekw.services, dann soll das auflösen auf die IP von meinem Load Balancer. Das heißt, ich lege jetzt den Load Balancer mal an, also machen wir doch HTTP, add certificates, add certificate, create certificate, select, kekw services, da ist es, bam. Managed Services, okay, das Ding heißt, keine Ahnung, KEKW, Moment, KEKW as a Service, KEKW as CAS, KEKW as a Service, aber, KEKW Cert, so, KEKW as a Service, Subdomains alle, also Wildcard Domain, machen wir, reicht, wunderbar, Create Certificate, sehr schön, sehr schön. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Jawohl. Nee. Hat das jetzt schon gemacht? Okay, wir warten mal ab. Normalerweise müsste ich jetzt hier was sehen. Sternchen macht man nie. Warum nicht? In dem Fall ist doch vollkommen in Ordnung. Keck war's. Keck war's. Er soll mal createn. Create mal. Mal gucken, vielleicht braucht es noch kurz, bis es das gecheckt hat, keine Ahnung. At least one certificate is still being generated. So, und dann sollten wir jetzt eigentlich hier DNS-Einträge sehen.
gerade alles Hardcore. Oh, jetzt habe ich mal wieder meine Kundennummer leaked. DNS. Was nicht wirklich schlimm ist. Alter, das ist gerade wahnsinnig geschwind alles. So. Okay, das generiert ziemlich, ziemlich langsam. Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab, was es dann generated. Hier, guckt. Das sind die Challenges für Let's Encrypt. Jetzt passt das. Jetzt passt das. Und jetzt löscht er die auch wieder. Genau. Und jetzt hat er gleich das Zertifikat am Start. Der kann ja auch nicht zaubern. Der macht ja unter der Haube auch nur ganz normales Let's Encrypt. Wo wir gerade wieder dabei sind, während wir auf das Zertifikat warten, Leute. Dieser Stream ist gesponsert von... Sekunde, wir machen jetzt einfach mal eine... Mal in Rot. Alter, Paint! Come on! So, sehr schön. So. Also, dieser Stream ist gesponsert von Hetzner Cloud. Und wenn euch selbst danach ist, mal ein bisschen hier Linux-Server technisch rumzubasteln, einfach Ausrufezeichen Hetzner im Paintchamp, genau. Ausrufezeichen Hetzner im Chat, 20 Euro Startguthaben sichern und direkt loslegen bei stündlicher Abrechnung. Das heißt, ihr könnt euch auch fette Server kaufen. Und haben wir es hier bald nochmal? Ihr könnt euch auch fette Server kaufen und wenig dafür bezahlen. Okay, Ad Services passt. Ich hoffe, ich habe das hier alles richtig gemacht. Dein Guthaben ist weg? Ernsthaft? Okay. KekW, dann schreib den Support doch mal an. KekWLB ist das hier. Ach ja, und hier kann man jetzt übrigens auswählen. Abgelaufen? Ja gut, das läuft nach 3 Monaten aus. Ich glaube, 3 Monate kannst du das Guthaben verwenden. Wenn du das vor 3 Monaten eingelöst hast, dann ist kein Wunder. Richtig keck Wait, ja. So, ihr habt auch nur 3 Euro. Naja, da gibt's nur eins. Fake-Account anlegen. Dann sehen meine Statistiken auch besser aus. Ganz einfach. So, also, Load Balancing Algorithmus folgendermaßen. Man kann auswählen Round Robin und Least Connections. In der Regel bedeutet das, Round Robin ist einfach erster Request, erster Server, zweiter Request, zweiter Server, dritter Request, vierter und beim fünften Server wieder sechster Request, erster Server, siebter Request, zweiter Server. Also im Prinzip immer der Reihe nach. So, und Least Connection, vor allem in Verbindung mit Sticky Sessions ist das ganz praktisch. Da kann ich sagen, hey, es geht immer auf den Server, der die wenigsten Verbindungen hat. Also wir machen aber Round Robin. Warum auch immer das ewig braucht für das Erstellen vom Zertifikat, keine Ahnung. Okay. Private IP. Dann schauen wir mal. Ja, du kannst Hetzner Server downgraden. Das ist tatsächlich in der Tat sehr praktisch. Ich würde dir aber dazu Folgendes empfehlen. Wenn du einen neuen Server anlegst, dann leg den immer an als den billigsten. Ich zeig euch das mal kurz, ja. Also, hier, Tests, SAV. Also, du legst den an mit dem billigsten möglichen. Dann wartest du, bis der erstellt ist. Was machen denn meine Load Balancer? Gehen die jetzt? Haha, guck mal, mein Health Check funktioniert. Poggers. Der Load Balancer balanced. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Public IP. Ist das Zertifikat immer noch nicht da, oder wie? Aber der Load Balancer an sich funktioniert. Guckt. Load Balancer an sich geht.
Ach so, ich bin ja auch doof. Ich bin über die IP gegangen. Keckw.services. Ah, und ich habe noch keinen DNS-Eintrag. Alter, ich bin ja auch wieder richtig low. Ich darf nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also erstmal Server skalieren. Erstmal Server skalieren. Also, du legst den Server an als kleinsten Server von allen. So. Und dann kannst du rauf skalieren. Aber wenn du Rescale machst, sagen wir, du skalierst jetzt rauf auf hier irgendwie bisschen größere Kiste. Sagen wir hier irgendwie auf den da, skalierst du rauf. Dann ist wichtig, dass du sagst, CPU and RAM only skalieren. Weil wenn du die Festplatte skalierst, diagonal natürlich, dann kannst du nicht mehr runter skalieren. Weil die größeren Kisten haben, wie du hier siehst, zack, die größeren Kisten haben größere Platten. Und du kannst ja schlecht eine größere Platte auf eine kleinere Größe runter skalieren. So, deswegen immer Häkchen CPU und RAM only machen. Server ausschalten. Rescalen. So. Warten, bis er gerescaled ist. Also du siehst, aktuell ist das noch ein CX11, 20G, eine CPU. Und wenn wir jetzt kurz warten, dann rescaled das Ganze auf 3 CPUs. Und dann, wenn du das gemacht hast, so wie ich das gezeigt habe, dann kannst du auch wieder runterscalen. So. Und jetzt nebenbei machen wir noch den Eintrag für den Load Balancer. Also das ist unsere Public IP auf dem Load Balancer. Jetzt gehen wir DNS-Eintrag, sagen IP-Adresse den da. Ach, guck mal, da. Was auch immer. Den da. Und kann man die Partition auf der Platte manuell größer machen? Nee, das skaliert dann auch unten drunter gar nicht. Host, so. Keckw. Sternchen. Ey, warte mal, was? Was ist Root? At, ne? Nicht Sternchen. At. At ist Root, genau. Standard TTL. Add Record. Also, wunderbar. So, und wenn ich jetzt keckw, wir pingen das Ganze mal, mache. Der hat's noch nicht gecheckt. Guck mal da. Bam. Da ist die IP. Und jetzt, Achtung. Keckw.services, zack, mit gültigem Zertifikat. Load balanced auf 2 Linux-Server dahinter. Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr wollt. Keckw.services. auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... hat der Load Balancer IPv6? Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wir können das mit IPv6 mal... Hat jemand bei euch IPv6 und kann das ausprobieren? Kann man von IPv6 auf IPv4 intern betten? Na gut, das ist ja ein Proxy, das muss funktionieren. Wenn es ein Proxy ist, muss das gehen. So, also, dann machen wir das mal. Also machen wir noch einen Eintrag für... Hat irgendjemand eine glorreiche Idee, warum es ein A ist für IPv4 und 4 A's für IPv6? Ich meine, wenn es 4 A's für IPv4 wäre und 6 für IP, dann würde ich es noch verstehen. Oder wenigstens 2 oder hier 6, aber warum 4 und denk, das ergibt keinen Sinn. Oder ich verstehe es bloß nicht. So. End Record. 32 Bit versus 128 Bit ist das Vierfache. Boah, das ist aber richtig Massive Brain, Alter. Okay, wer IPv4 hat, kann's mal IPv6 hat, kann jetzt mal keckw.services ausprobieren. Nee, ich kann kein Ping v6 machen. Ich habe rein IPv4. Ich komme nicht per IPv6 raus. Wobei doch, ich habe doch jetzt einen richtig echten Dual Stack, aber meinen Router dazwischen habe ich nicht für IPv6 eingerichtet. Geht nicht. Also, können wir ausprobieren. Ob keckw Services IPv6 funktioniert jetzt? Sollte jetzt funktionieren. So, und das nächste ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
Ja, die Domain ist bei Namecheap gekauft, aber die hat's nach Nameserver eingetragen, genau. Und wie macht man das, wenn dahinter eine Datenbank steht? Dann muss ja Server 1 und Server 2 miteinander Sync machen. Nee, die Datenbank muss Sync machen. Da gibt's verschiedene Ansätze. Aber in der Regel wirst du einen, also beispielsweise, wenn du ein MySQL oder Postgres Cluster oder was auch immer hast, da gibt's ja verschiedene Varianten. Meistens ist es so, ein Datenbank-Server ist aktiv und der andere ist quasi so Hot Backup. Also, dass dann immer nur einer Master ist, der auch Schreibvorgänge macht. Die anderen sind also Read-Only. Also, das ist zumindest eine Variante, die ganz gerne gemacht wird. Nee, nicht Hotspare. Der ist schon an und synkt sich auch. Aber nur ein Server committed quasi Changes in die Datenbank. Also, wenn du jetzt zwei Postgres-Server da hinten stehen hast, einer ist Master, einer ist ja quasi Read-Only Standby. Wie auch immer man das nennt bei Postgres, keine Ahnung. Und dann geht deine Anwendung halt, beide Anwendungsserver gehen dann halt auf die gleiche Datenbank. Das ist kein Problem. Die Datenbank handelt das, was zuerst kommt und was danach kommt. So, aber man sieht, mit Load Balancer und Services funktioniert alles wunderbar. Wozu DB Cluster statt einfach eine externe DB? Ja, die Frage war doch, wie man das macht mit mehreren Datenbanken. Und eine Datenbank alleine sind halt nicht mehrere. Aber ansonsten, wenn du einen, irgendeine Datenbank as a Service Geschichte nimmst und dich nicht selbst drum kümmern willst, dann kann es dir eh egal sein. Ne? Da nimmst du einfach, was so kommt. Und gut ist. Aber wenn du es selbst machst, ja, dann kann man sich überlegen, wie man das machen will. Halt, wie sagen, anwendungsspezifisch. In dem Fall ist es easy, weil die Anwendung überhaupt keine Datenbank braucht. Ist komplett stateless, das Ding. So, und by the way, ihr könnt es jetzt auch mal aufrufen, /20, bam, immer die gleiche Rotation. So muss das sein. Macht Max eigentlich alles in C-Sharp? Nee, wir haben ja auch schon Sachen in C++, in Go gemacht und was haben wir denn sonst noch? COBOL! Wir haben sogar mal COBOL gemacht. Kein Witz. Wofür braucht man eigentlich CACW as a Service? Na, ist doch obvious. Du kannst CACW rotaten. Also wenn das nicht das nächste Startup-Funktionalität ist, dann weiß ich auch nicht. Also viel besser geht's nicht mehr. Das ist die App, wo die ganze Welt drauf gewartet hat, oder wollt ihr etwa was anderes behaupten? Also das hat jeder, braucht das. Und vielleicht wissen es die Leute bloß noch nicht, aber in Wirklichkeit ist eigentlich allen klar, das ist der nächste große Shit hier. Funktioniert das? CACW as a Service 0xd? Das müsste funktionieren. 0xd müsste funktionieren. Ja. Man kann die Dinge auch als Hex übergeben. Was funktioniert? Okay, wunderbar. Also Load Balancer und so funktioniert alles wunderbar. Wir können hier auch gucken beim Hetzner im Dashboard. Was haben wir hier? Alle Server sind healthy. Wir simulieren jetzt mal den Ausfall von einem Server. Da müsste 0B1101. Das weiß ich nicht, ob der alle Sachen beim Parsen unterstützt, aber kann ich mir schon vorstellen. Nee, das funktioniert nicht. Warte mal, ist das nicht URL-Encoding? Ist das nicht URL-Encoding, dass das gar nicht beim Service an... Ach, scheiß drauf, ist egal, es funktioniert, es funktioniert. Also, wir können jetzt mal einen Ausfall simulieren. Das machen wir jetzt mal. Guck mal. Ausfall. Ich brauche mal einen Auto-Refresh. Kennt ihr ein gutes Auto-Refresh? Firefox? Gibt es da irgendwas Gutes? Moment, das konnte Firefox doch eingebaut, oder? Ich erinnere mich, das konnte Firefox doch irgendwie eingebaut. Ich weiß aber nicht mehr wo.
Bild in. Auto-Refresh-Plugin. Ja gut, ich mach das jetzt mal von Hand. Ich mach das mal von Hand, ist egal. Also, gehen wir mal kurz zu unseren Servern. Ach so, ich wollte übrigens das Skalieren noch fertig zeigen. Also, wir haben Server jetzt hochskaliert auf 3 CPUs. Und nachdem wir nicht rescaled haben, die Platte... Stimmt, wir machen den Cache aus. Das ist eine gute Idee. Disable Cache. Nachdem wir nicht die Platte skaliert haben, können wir auch wieder ohne Probleme runter skalieren. Ist er? Von dem größeren auf den kleineren runter skalieren. Funktioniert. Also, das ist mein Tipp. Macht den Server immer als kleinstes. Erstellt den Server immer als kleinstes mit der kleinsten Platte. Dann könnt ihr beliebig hoch und runter skalieren, ohne dass ihr den Server neu erstellen müsst. So, also hier. Load Balancer. Moment, der Load Balancer ist hier auf. Also hier, Load Balancer. Pack W, LB. So. Und jetzt machen wir einen Server aus. Nehmen wir beispielsweise den ersten. Den schalte ich jetzt einfach aus. Bam. So. Jetzt bin ich auf dem ersten gelandet. Jetzt kriege ich gleich einen Timeout. Aber der andere sollte noch funktionieren. Das heißt, wir bekommen jetzt... Es ruckelt. Guckt, es ruckelt jetzt vielleicht mal kurz. Immer wenn wir... Und jetzt hat er es gecheckt, dass der Service weg ist. Das heißt, es hat jetzt mal ganz kurz geruckelt. Aber der Service ist nicht down, obwohl ein Server weggeflogen ist. Das ist halt das Praktische, wenn du Load Balancer davor hast. Und man kann das, by the way, noch viel, viel cooler machen. Ja, also es gibt ja Load Balancer, die können das wirklich mit Session States. Also, dass du quasi gesharte TCP-Connections hast über beide Server und sowas. Da wird es ganz abgedreht. Dann merkst du vom Ausfall gar nichts mehr. Wie lautet der Link nochmal hier? Pricechamp.org. Es gibt eine Xbox Series X, das habe ich noch nie gesehen. Gucken, ob das stimmt. Boah, geht... Alter. Okay, egal. So, also seht ihr? Ein Server ist weg. Aber es geht immer noch. CAC vs. Service. So, jetzt schalten wir den Server wieder ein. On. Und jetzt sollte nach kurzer Zeit der Service auch wieder abkommen. Ich hoffe, ich habe automatisch eingestellt. Zeig mal Traffic vom Load Balancer. Machen wir gleich. Ich hoffe, ich habe den Server so eingestellt, dass der wieder hochfährt mit dem Service. Ich weiß nicht, ob ich enable... Lass mal ins Ansible gucken. Hab ich das enabled? Unit File? Oh, ich glaube, wir haben das nicht enabled. Guck mal hier. Ah, wir restarten das nur. Wir haben das gar nicht enabled beim Starten. Okay, das ist natürlich Fail. Der Service startet nicht automatisch beim Server starten. Okay, das ist natürlich ein Config-Fehler. Den sollte man nicht machen. Also der Service ist wieder da, aber der Service startet nicht. Welche Kiste war das? Habe ich... welche? Leute, habt ihr aufgepasst? Welche habe ich jetzt runtergefahren? Die da, ne? Wie war das? SSH? Igen? Minus R? Ging das so? Kann man das immer nicht merken. S. Sehr gut. System CTL Status CAC W. Ne, wie habe ich das Ding genannt? CAC W as a Service.
Inactive. Dead. Start. So. Status. Okay, und jetzt. Jetzt sollt. Alter, die Musik. So. Und jetzt sollte der Load Balancer checken, dass es wieder da ist. Gleich. Wenn es hier gestartet ist. Sobald der Load Balancer den nächsten Check macht. Genau, so, und jetzt müssen wir in unser Ansible-Skript noch reinschreiben, dass das auch enabled werden soll. Also, Restart SSH. Ja. Also. Das müssen wir noch reinhalten. Enable Cakewe as a Service. Ansible. Enable Service. Muss ich mal gucken. Wie das. Enabled. Das ist richtig. Guck, da ist er wieder. Beide Server sind wieder da. Jetzt laden wir noch mal. Wir gucken uns gleich den Traffic an. Aber ich muss das hier erst nochmal eintragen. State. Nee, wie. Ah, Alter, ist mir zu viel. Ist mir zu viel offen. MonkS. Klick nicht mehr durch. Wo sind wir hier? Ich mache mir auch noch einen Browser auf. Ansible Enable Systemd. Okay. Enable. Gibt es ein Beispiel für? Aha, hier. Also enabled, yes. Enabled, yes. Ja, Daemon Reload meinetwegen. Okay, das brauchen wir, dass es nach dem Neustart vom Server auch wieder automatisch hochfährt. Ja. So, überprüfen wir mal, dass das auch funktioniert. Ich habe das ja von Hand enabled. Wir probieren nochmal aus, ob das funktioniert. Also, Server crash jetzt. Bam. Habe ich es enabled? Enable? Ne, habe ich nicht. Lol, jetzt aber. Also, Power off. Server ist gecrashed. Noch hat es nichts von mitbekommen. Bam! Hat es gecheckt. Server ist raus. Und alles wird auf den zweiten Server load balanced. Also siehst du, ein App-Server kann ausfallen und es läuft weiterhin ohne Probleme. So muss das sein. So, und jetzt Server starten, Power on, und jetzt warten wir kurz und jetzt sollte das Ding wieder automatisch ins Load Balancer reinkommen. Wenn der Load Balancer down ist, dann hat man gelitten. Gibt's hier sowas wie Crafts? Haben wir Open Connections. Irgendjemand ist ganz schön heftig am Cakewe as a Servicen, würde ich sagen. Hier wird ordentlich Cakewe as a Service. Wer ist es von euch? Wer ist hier Hackerman am Start? So, ist der Service wieder da? Ja. Nicht enabled. Status. Läuft. So, das sollte jetzt eigentlich der Load Balancer gleich checken, dass es wieder da ist. Der Server, da checkt er nur alle 15 Sekunden und dann muss es dreimal okay sein. Hat der LB DDoS Protection? Ja, so viel wie alles andere. So viel oder wenig wie alles andere auch. Services. Hier läuft Health Check. Deswegen ist es übrigens wichtig, dass wir einen Health Check haben. Klar, Server down könnte man auch mit allem anderen machen. Aber es gibt ja auch so Sachen wie Anwendung läuft, aber Datenbank ist kaputt. Oder sonstige Geschichten. Also anhand des Health Checks kann man dann schon ein bisschen genauer Sachen ausprobieren. So, jetzt sind beide Server wieder da. Zack, guckt automatisch hin. Man könnte mit dem kleinen Load Balancer bis auf 25 Server Load Balancen. Also da könnten wir Cakewe as a Service hyperskalieren hier. Ich kann dir erklären, was ich mache. Also, ich habe zwei Server, wo eine Webanwendung von mir drauf läuft. Diese Webanwendung macht nichts anderes, außer Cakewe zu rotieren. Und zurück und auszugeben. Sonst nix. Das sind legit 5 Zeilen, die Anwendung. So. Ich habe 2 Server. Und davor habe ich einen Load Balancer mit dieser Domain drauf. Und wenn du auf diese Domain gehst, kannst du ja ausprobieren, bei dir im Browser. Wenn du auf die Domain gehst, cakewe.services, dann wirst du load balanced vom Load Balancer auf eine dieser Server, wo die Anwendung drauf läuft.
Ja, das funktioniert. Oh. Crafts. Also irgendjemand ist ganz heftig am Keck W rotaten. Targets. Ja, hier kann man noch mehr einstellen. Services. Networking. Ja, ich nicht. Rescale. Oh, guck mal, man kann sogar die Load Balancer rescalen auf 35 Euro im Monat. Poggers. Windows on Linux. No. Linux on Windows. Windows ist Host System. Linux ist Virtual Machine inside VMware Workstation. And I use Windows Virtual Desktops to switch quickly between Windows and Linux. Der Chat wieder. Arch, by the way. Natürlich Arch, by the way. Was sonst? Oi. Oi, mate. So, also, der Test hat wunderbar funktioniert. Wollt ihr dazu noch was wissen? Sonst machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Also, wir haben Load Balancer mit Zertifikaten gemacht. Wir haben CAC wie erste Servicearbeit. Jetzt kommt die eigentliche Attraktion des Streams. Jetzt machen wir Continuous Integration. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehängt. Wir machen Automatisierung mit GitHub Actions. Also, das Ziel ist jetzt folgendermaßen. Das Ziel ist jetzt folgendes. Wir haben ja hier unser Repo. Hier, CAC vs. Service Repo. Git Status. Ah, das muss ich gleich noch committen. Also, wir haben ja hier unser Repo. Ihr könnt euch das Ganze übrigens auf GitHub angucken. Der LB hat eine eigene IP. Klar, die Server übrigens auch, aber die bräuchten keine. Also, nur das, ich kann es nochmal zeigen. Also, der Server, also der LB hat hier Public IP und die Domain löst auf, cacw.services löst auf diese IP auf hier. Hat übrigens mal einer ausprobiert mit IPv6, ob es funktioniert? Sieht man beim Load Balancer noch andere Stats? Nee, ich glaube nicht. So sophisticated ist das nicht. Ja, funktioniert. Nice, sehr gut. Genau, also, der Load Balancer hat die externe IP, cacw.services löst darauf auf. So, dann hat der ein internes Netz, 1.2.1.6.8.5.0 /24, warum haben wir immer 28? Weiß gar nicht, ob ich da 28, habe ich da 28 eingestellt, habe ich mich vertippt? So, und dann hat meine Server, haben interne IPs, nämlich, 192.168.5.2 und 192.168.5.3. Darauf wird Load Balanced. So funktioniert das. So, jetzt lassen wir das Ganze mal so laufen. Und jetzt machen wir Big Brain Time. Wobei, wartet mal, Leute. Wir machen was anderes. Wir löschen mal kurz die Server. Wir löschen die Server und, legen neue an und deployen die ordentlich nochmal. Wir machen fünf Server. So, der Load Balancer ist natürlich jetzt broken as fuck, weil no targets. For i, also wir bauen jetzt vier Server auf mit CAC vs. Service drauf. Allerdings CX11. Die kleinen reichen. Wir brauchen keine Triple Core. Server nicht löschen. Warum nicht? Oh, VI. Komm, wir machen fette Kisten. Der Load Balancer gerade Monarch S, ja. Warum denn? Kann man hier sagen Network? Geht das? Minus minus Network? Kann man sagen minus minus Network gleich? Internal? Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Jetzt kannst du nicht mehr drauf. Ja. Schauen wir mal. Gucken wir mal. H-Cloud Server Create. Ich brauche mal kurz Hilfetext von dem CLI. Server
Create. Minus Network. Geht das? Ja. Okay, wir müssen mal kurz den Hilfetext angucken. H-Cloud Server Create, bla 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 bla. Konnte man sich da nicht Hilfe für anzeigen lassen? Help? Minus Network, genau. Wunderbar. So, dann sollte er nämlich sich auch an das interne Netz hängen für das Load Balancing. Du hast Millionen Verluste gemacht. Dann würde ich sagen, ich fahre das jetzt mal ganz schnell wieder hoch. Und dann beteiligst du mich an den Millionen Gewinnen, die du gleich wieder hast. Big Stonks Time. PayPal-Adresse kann ich dir schicken nach dem Stream. Oder alternativ, also es gibt, ich würde sagen, zwei Varianten. Ich meine, nachdem du ja quasi mit meinem Service ohne Lizenz Millionen Gebühren machst, zwei Sachen. Also entweder 5 Subs giften oder PayPal-Adresse nach dem Stream und Millionen überweisen. Ganz einfach. Easy. Um nicht zu sagen... Schon wieder doppelte Klicks. Guckt es euch mal an. So, Server werden aufgebaut. Dann adden wir die auch gleich mal zum Load Balancer. Übrigens, mein Ansible-Aufbauskript hat einen Bug. MonkS, ich hab's kaputt gemacht. Warum? Oh, ich bin im falschen Ordner. Lull. Das habt ihr nicht gesehen. Ich bin im falschen Ordner. Also, gar kein Problem. Delete. Oh. Delete. Alles kein Problem. Gar kein Ding mehr. Calculated. Alles nach Plan. So, nochmal. Komm, wir machen jetzt wieder mal das 5 Server. Bam. Auf geht's. So. Server werden created. Mein lokales Build-Skript ist ziemlich Three-Hat. Weil, ja, ist halt wieder Triple-Core, ist egal. Das ist das Schöne von stündlicher Abrechnung, das kostet auch so nichts. Also, ich habe nämlich in meinem Build-Skript hier ziemlich einen bescheuerten Eintrag. Ich baue nämlich jedes Mal die Anwendung neu. So, und wenn das parallel passiert, dann geht's natürlich kaputt. Helsinki, ja, warum nicht? Juckt mich nicht, ob das in Helsinki ist. Wir haben keinen Standort angegeben hier drin. Ist aber auch egal. So, Server werden aufgebaut. Jetzt gehe ich mal in den Load Balancer und adde diese Services hier. Load Balancer... Targets, add targets, Cloud Server, bam, 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 add 5 targets, so, die sind jetzt natürlich erstmal down, oder vielleicht sind manche schon oben, nein, es ist nichts da, weil die Server sich gerade noch im Aufbau befinden. Was wird denn das? Wir haben eine Anwendung programmiert, die CacW rotated, sonst nichts macht. Aber jetzt Load Balanced wird auf 5 Server in der Cloud mit Load Balancer davor. Und wenn du es gleich ausprobieren willst, kannst du machen. Geh einfach auf die Domain cacw.services. Allerdings, die Server sind gerade noch nicht oben. Deswegen funktioniert das nicht. Also du kannst jetzt zwar auf cacw.services gehen, aber der Load Balancer sagt, es geht nicht, weil keine Application-Server da sind. Aber gleich sind Application-Server da. Und dann... sollte es auch wieder funktionieren. Restarting. Done. CacW as a Service. Deploy. Copy App. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Macht bei mir mein Rechner irgendwas? Die Playbooks laufen noch. Ich werde mir überlegen, ob ich zukünftig nur noch mit CAS arbeite. Kann ich dir empfehlen. Also, das ist das nächste große Ding, CacW as a Service. Sag ich ja, also. Da kommt man nicht dran vorbei. Ein Server ist schon da, Leute. CacW as a Service sollte funktionieren.
Bam, könnt ihr ausprobieren. CAQ vs. Service ist wieder da. Und ihr seht, das Coole ist, mit dem Load Balancer davor, halt auch wenn ein Application-Server noch da ist, klappt der Kram noch. So, guck mal, die Server kommen nach und nach hoch. Ja, geh mal aus hier. Und schon haben wir 5 CAQ vs. Service am Start. Jetzt flutscht das Ganze. Es wird übrigens nach Helsinki gerade geloadbalanced. Das ist nicht so gut. Aber gut, ich kann mit leben. So, wunderbar. Und jetzt können wir weitermachen. Also wir haben 5 Application-Server hyperscaled. Zahlt Hetzner eigentlich die Rechnung für deine Server? Nee, die bezahle ich selbst. Aber ich kriege ein bisschen Geld für solche Streams hier und sowas in der Richtung. By the way, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dieser Stream ist gesponsert von Hetzner Cloud. Wer jetzt auch mal ein bisschen rumbasteln will, kann Ausrufezeichen Hetzner im Chat machen. Und dann... Muss noch kurz runterscrollen. Wenn ihr Ausrufezeichen Hetzner im Chat macht, dann könnt ihr euch unter diesem Link registrieren mit meinem Code. Und dann bekommt ihr... fast. Dann bekommt ihr 20 Euro Startguthaben. Das gilt, glaube ich, 3 Monate. Könnt ihr einlösen bis 31.12. Und das Gute ist, dass Hetzner stündlich abrechnet. Das heißt, ihr könnt euch auch eine übelst fette Kiste kaufen hier. 60 Euro im Monat oder gar irgendwie 320 Euro im Monat. Und wenn ihr die 2 Stunden laufen habt, bezahlt ihr plus 1 Euro. Wollen wir mal einen Stresstest machen? Du meinst auf CAQ vs. Service? Wollen wir das machen, Chat? Was sagt ihr? Wollen wir CAQ vs. Service mal Stress testen? Dann stressteste CAQ vs. Service mal. Aber du musst den Load Balancer stressen und nicht die einzelnen Server. Weil die einzelnen Server, die haben ja normalerweise gar keine Public IP, die ihr kennen würdet. So, schauen wir mal auf den Load Balancer, was hier bei Crafts so passiert. Oh, das geht aber noch. Das hält sich aber noch in Grenzen. Noch funktioniert das ohne Probleme. Okay, es geht schon ein bisschen hoch. Womit stressen? Ja, das muss der Umut wissen. Keine Ahnung, er hat gefragt, ob er stressen soll. Okay, es geht schon ein bisschen hoch. Aber CAQ vs. Service ist davon nicht geschockt. Wo musst du den Hetzner Key eingeben? Wenn du dich registrierst, gibt es irgendwo ein Feld. Ich habe das selbst noch nie gemacht, keine Ahnung. Die sollten mir vielleicht mal einen Screenshot schicken, dass ich das zeigen kann, wenn das einer fragt. Du kannst wohl, hier steht's doch, du gehst dann nach erfolgreicher Cloud-Account-Erstellung, gehst du auf konsole-hetzner.cloud und dann gehst du auf den Punkt Kosten, also da, wo du auch die Rechnung bezahlen musst, und dann auf Gutschein einlösen. Und auf Gutscheincode einlösen, dann gibst du hier Max 21 ein. Also hier wird nichts gestresstestet, das funktioniert auch so einfach. Oh, jetzt habe ich zu früh refreshed. Mit deinen Cousins? Ja, stress lieber Hetzner mal mit deinen Cousins. So, machen wir mal Curl. CAQ Services. Ja, das ist Binary, das ist mir doch egal. Zack, ja. Dev 0. Zack, wegschmeißen damit. Wyatt. Nee. OSQ? Ach, keine Ahnung. Silence? War es S? War es S für Silence, dass Curl nichts macht? Ja, das Problem ist, ich kann Curl sequenziell gar nicht genug starten, dass es sinnvoll stresst. Super Silence. Ich kann Curl gar nicht genug starten, dass es das stresst. Du. Dann. Ich meine, ich kann es hier ein paar Mal... Okay. Kannst hier ein paar Mal starten, ja, okay, aber das war's. Ich bezweifle, dass das nennenswerten Stress verursacht, wenn ich das hier ein paar Mal anschmeiße. Oh ja. Jetzt sind wir schon mal bei 100 Mbit. CAQ vs. Service. Stimmt, mit Curl ist das, aber mit Curl ist das richtig dumm. Da gibt's bessere Tools für. Apache Benchmark, ja, damit geht das wunderbar. So. Aber wir machen jetzt mal was Sinnvolles.
Also CareQueer as a Service ist äußerst robust, hat überhaupt keine Probleme, funktioniert, macht genau das, was es soll. Nur, dass wir Server in Helsinki haben, das ist vielleicht ein bisschen doof. Wie gebe ich denn hier bei dieser Hetzner Cloud, bei dieser H-Cloud Server Create, wie gebe ich denn hier den Standort an? H-Cloud Server, Moment, da muss ich nochmal das Help, nochmal Help angucken, Help. Data Center String. Okay, Data Center String. Das heißt, ich sag dann Network Internal, Data Center String und dann nehmen wir hier beispielsweise Nuremberg nehmen wir dann. Okay, mehr darf ich nicht anlegen. Ich muss meinen Account mal upgraden. Gib den Servern doch bei Hetzner Cloud ein Label, dann sind die automatisch im Load Balancer als Target. Oh, das ist nice. Das ist nice. Das probieren wir jetzt. Das wird massive agil hier. So, Server werden alle wieder gelöscht. Bam. Zack. Zack. Hallo? Kann ich sagen, warte mal. Add Label, funktioniert das denn? Das muss ich jetzt ausprobieren. Warum darfst du nur 5 Server haben? Weil man maximal 10 Server haben kann, ohne dass man upgradet. Und ich habe im anderen Projekt schon 5 Server. So, Label. Okay, zeig mal, wie funktioniert das denn? Labels? Okay, CareQueer as a Service. Confirm. So, heißt es, ich kann jetzt hier bei Load Balancer sagen, das habe ich, wie gesagt, ich habe die Load Balancer noch nie ausprobiert. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hier Targets und dann alle Labels, oder wie? Probieren wir mal aus, Remove. Add Targets, Label. Ah. Warum nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Label. Habe ich doch hier. Warum matcht das nicht? Load Balancer? Moment, das müssen wir uns jetzt angucken. Warum funktioniert das nicht? Targets. Add Targets Label. Pack W S A Service. Ah, man muss das ausschreiben. Es ist kein automatisches Ding. Ah, okay. Okay, verstehe. Also, Server, zack. Achtung, Leute, noch geht's. Und jetzt, letzter Server. CareQueer Quadruple U as a Service. Bam. RIP. Okay. Also, wie, help, und dann sagt man minus minus tag, oder was, oder wie, oder wo? Name? Tag? Wie gebe ich denn einem... Ah, es ist kein Tag, es ist Label. Label. Okay. Boah. Also, minus Location, gleich, dann haben wir hier, dass wir das jetzt auch mal richtig machen, dann brauchen wir hier Nuremberg, alles klar, Nuremberg, und minus minus Label, gleich, CareQueer Service. So, wenn das jetzt richtig funktioniert, dann sollte ich jetzt 5 neue Server bekommen in Nuremberg. Das Label haben, die automatisch geloadbalanced werden sollten. Und mit CareQueer as a Service direkt starten. Oh. Invalid Argument. Ist der Hetzner LB dann redundant? Ja, das müssen wir Hetzner fragen. Was zum... Label? Key gleich Value. Ja, was ist denn bitte schön mein Value? Hä? Moment, das checke ich jetzt nicht.
Das Shaggy, das muss ich jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ohne Anführungszeichen? Nee. Mach einfach Service gleich Keck, wie erst ist so. Label. Labels are key value pairs. Both keys and values must be. This value is optional. Ah, the value is optional. Ah, das war der Key. Okay, okay, okay. Keck WS Service. Und jetzt. Lol W oder so? Ja, ah, okay, okay, okay. Das ist das Value. Alles klar. Also, das heißt, dann machen wir. Lassen wir das leer. Also sprich, Label Keck WS Service gleich. Das müsste jetzt ja so funktionieren, weil der Value ist optional. Oh. Not found. Okay. Location. H-Cloud Server Create. Muss die Location... NBG ist das. Woher wisst ihr das denn? NBG... Chat, ich glaube euch das jetzt einfach. Ihr seid huge brain. Keck WS a Service. Ansible. Create Location. Bin selbst bei Hetzner. Achso. Ja, gut. NBG. Alles klar. Nuremberg. Okay, bam. Jetzt aber. She baited. Richtig hart, she baited, Alter. Okay. H-Cloud Server Location NBG oder Helsinki. API. Warum heißt das Keck WS a Service? Im Streamtitel steht Keck WS a Microservice. Oh nein. Ja, was brauche ich denn da? H-Cloud. Docs. Hetzner Cloud. Also zeig mal her. Da muss es doch irgendwo eine Hilfe zu geben, wie das funktioniert. CLI-Programm. Aber, ah, hier, guck mal, hier gibt's Big Brain. Hier gibt's Hilfe. Hier gibt's Hilfe. Guck mal. Location. Locations. Wir haben Locations. Okay. NBG1. Ah, NBG1. Okay. NBG1. So, also, wenn das funktioniert, sollte ich jetzt 5 Server bekommen. In Nürnberg oder Nuremberg. Ist ja nicht Nürnberg. Ist das Nürnberg? Keine Ahnung. Englische Schreibweise, ich habe keine Ahnung. Nuremberg. Nee, das ist was anderes, oder? Ist wurscht. Mit dem Label Keck WS Service, das heißt, es sollte direkt ins Load Balancing kommen. Und Postchamp. Das sieht gut aus. Zack. Da sind sie. Mein Load Balancer. Mein Load Balancer sagt No Targets. Mixed. Ho, ho, ho. Health Checks? Moment. Wie können denn die Services healthy sein? Ah, jetzt, okay. Der hat einfach eine Weile gebraucht. Ach, der ist default healthy. Okay, der Server wird aufgenommen, ist lebendig und dann kommt der erste Health-Check. Ah. Ja. Okay, default healthy ist vielleicht nicht so die beste Idee. Vielleicht kann man das hier umstellen. Nö, anscheinend nicht. Default Healthy ist vielleicht nicht die beste Variante.
Na gut, ich kann mitleben. So, jetzt sind die Dinger unhealthy. Alles klar. So, jetzt wird der Kram aufgebaut. CACWI as a Service ist down. 503. Chat, wer ist Big Brain genug? Wer weiß, warum das ein Fünfer ist? Warum ist das, warum hat das, warum ist das ein HTTP Error Code mit 5 am Anfang? Weil. Wer hat Fisi gelernt und aufgepasst? Server. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr, warum das so ist. Waren 500 denn nicht temporär? Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. 500 Error Codes. Weiß ich doch nicht mehr. Ich hab gedacht. Generic Error Response. Okay. Das weiß ich doch. Nee, 300er waren temporär, ne? 300er waren temporär. So war das. 300er sind temporär, so wie Redirects und sowas. Und 200er sind okay. Okay, der erste Server ist schon da und bam, CACWI as a Service funktioniert. Ist das nicht nice? Mit dem Load Balancer davor. Richtig cool. Fisi durchgefallen. Ja, mein Fisi schon zäher. Nee, länger. Länger. Her. Okay. Guckt, bam, alles da. So, und jetzt machen wir es agil. Agile, Leute. Jetzt wird es richtig massive agil. Shit Hub Actions kommt jetzt. Also, die Sache ist die. Wir haben jetzt einen Load Balancer mit 5 Application Server dahinter. Also genauso wie ich es hier gemalt habe. Funktioniert. Gültige Zertifikate. Hier, Zertifikat, Connection, Secure, bla, alles. So, was uns jetzt fehlt, ist noch eine moderne Variante, neue Softwareversionen zu deployen. Ich meine, wir bräuchten für unsere Sache, wenn man mal ehrlich ist, wenn man mal wirklich ehrlich ist, wir bräuchten gar keine super ausgefeilte Deployment oder Testing, Build, wie auch immer Methode. Also man könnte einfach sagen, okay, ich habe 5 Server, die werden sich wahrscheinlich nie ändern. Ich mache lokal ein Build. SCP das Ding hin oder AirSync das auf die Server von mir lokal. Das kann ich in mein Ansible-Build reinmachen und restarte den Service. So, aber wir gehen mit der Zeit. Wir machen GitHub Actions. Das bedeutet, wir haben hier unser Repo. Ich clear das mal. Status. Add. Lull. Beste. Push. So, wir haben hier unser Repo und aktuell haben wir da nur einen Branch drin, nämlich Master. Wir machen jetzt den zweiten Branch. Git Checkout minus B nennen wir mal Prot. So, und jetzt haben wir zwei Branches in unserem lokalen JIT. Master und Prot. So, und was wir jetzt machen ist folgendes. Im Master wird entwickelt und nach Prot wird gemerged, wenn released werden soll. Switch minus C ist das neue Checkout. Warum ist das besser? Warum ist Switch minus C besser als Checkout minus B? Kürzer. Bei mir habe ich eh GCO minus B. Also das ist bei mir ein. Ich benutze nie Checkout. Ich schreibe Checkout nur für euch jetzt aus. Ich habe seit Jahren GitCO für Checkout. Oder sogar GitCop für neuen Branch. Bam. Git Master. Branch minus DS. Nee. Gitcock, genau. Also, wir haben jetzt zwei Branches, Master und Prot. So, das Ziel ist jetzt folgendes. Ich möchte ein automatisches Skript laufen lassen auf GitHub, wenn ich nach Prot pushe. Ja, das heißt, ich mache Commits in Master und dann mache ich irgendwann einen Merge nach Prot und pushe das und der soll das automatisch, ohne dass ich lokal irgendwas machen muss, auf die Server pushen. So, das heißt, wir werden jetzt GitHub Actions verwenden dafür.
GitHub Actions ist die GitHub-Variante, der Jenkins von GitHub sozusagen, falls ihr Jenkins kennt. Jenkins ist so der Oldschool-Build-Server überhaupt, den gibt es schon seit 500 Jahren. Den haben schon die alten Griechen haben schon Jenkins verwendet. Sokrates hat philosophiert und hat gesagt, wir machen mal ein Jenkins-Build. Also so alt ist das schon. Und wir haben übrigens auch noch ein Jenkins. So ist das nicht. So, und GitHub Actions ist quasi das Jenkins auf GitHub. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also, ich bin aber übrigens auch nicht der Wahnsinnsprofi da drin, muss ich auch gleich sagen. Es könnte sein, wir müssen ein bisschen rumprobieren. Aber Service und so funktioniert auch alles wunderbar. Sind jetzt übrigens die Server in dem richtigen Rechenzentrum erstellt? Welchem Rechenzentrum sind wir denn jetzt? Nürnberg. Okay. Perfekt. Load Balancer ist auch oben, funktioniert. Okay, also GitHub Actions. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen rumklicken muss. Also, wir haben eine .NET-Anwendung, das heißt, wir nehmen den Standard-Workflow für ASP.NET. Hier, das. Setup this workflow. Zack. Shit-Hub. So, der eigentliche Workflow, der liegt immer im Repo drin. Das heißt, der ist, glaube ich, auch branchabhängig und man kann den ändern. Also man hat hier seine Continuous Integration, / Continuous Delivery, Testing, was auch immer, Config. Die hat man immer zusammen mit dem Code liegen, im gleichen Repo. Damit nichts zusätzlich konfiguriert. Also, Run on Push, Pull Requests, brauchen wir nicht. Run on push, branch prod. So, Jobs. Wir machen unsere Builds auf einem Ubuntu, auf dem neuesten Ubuntu. So, Actions, Setup. Okay. Nennen wir einfach nur Setup. So, wir nehmen .NET Version 5. .NET Restore und so, das brauchen wir alles nicht. Das können wir alles wegschmeißen. Was wir machen wollen, ist folgendes. Wir wollen unsere .NET-Anwendung bauen mit .NET publish --, configuration release, dass es schneller ist, -r Linux x64. Ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt aus dem Kopf hier tippe. Also wir wollen eine Linux-Binary bauen, dann --, self-contained. So, und das Ganze in den Output-Directory build schreiben. Okay, Sekunde, Leute, ich muss mal ausprobieren, ob das funktioniert, was ich da jetzt sage. Nein. Wäre ja auch zu einfach. Achso, ich bin im falschen Ordner. Keck W as a Service, jetzt. Bam. Okay. Hat das jetzt funktioniert? Ja. Build. Ja. Okay, nice. Hat funktioniert. Sehr schön. Das heißt, hier geht auch kein Run drin, ne? Genau. So. Git ignore. Da muss. Wo habe ich keinen Git ignore? Wo habe ich mein Git ignore-File? Git ignore. Da muss auf jeden Fall noch ein Build mit rein. Sonst committe ich hier meine lokalen Binaries, das will ich natürlich nicht. Okay, also, das ist schon mal richtig. Wir möchten unser .NET-Programm bauen als Linux-Binary, self-contained, das heißt, wir brauchen auf dem Server selbst kein installiertes .NET, was wir auch nicht haben, wohlgemerkt, weil aktuell deployen wir ja über unser Ansible-Script und wir machen das ja schon so. Guck hier, .NET publish release, machen wir das so in Kurzvariante, self-contained und dann pushen wir es auf den Server rüber. So. Wir machen das Ganze jetzt nur mit der GitHub-Action. Also das Ziel ist folgendermaßen, so soll das Ganze dann funktionieren. Also, mal angenommen, ich mache hier einen Commit. Habe ich eine README drin? Habe ich hier eine README? Ja. So, mal angenommen, ich mache hier einen Commit drin. In Master. So. Pushe Master. Dann soll nichts passieren, aber jetzt sage ich irgendwann, ich bin bereit, ich will neue Version releasen.
dieses Bild da noch drin. Ah, weil ich das nicht gemerged habe aus Master. So. Und irgendwann sage ich Git Merge Master. Und wenn ich das hier jetzt pushe, Git Push Prod, also quasi nächste Version releasen, dann will ich, dass der ein automatisches Bild macht und es auf den Server schiebt. Das heißt, ich brauche nichts mehr lokal auszuführen. Okay, also legen wir mal los. Wir wollen die .NET-Version bauen. Und das testen wir jetzt mal, ob das funktioniert. Also runs on, steps, checkout, .NET publish, release. Self-contained, alles klar. Start, commit. Ja, ja, meinetwegen. Ach so, ich muss auf prod, lull. Ja, ich bin im falschen Branch, lull. Naja, gut. Remote Update. Merge, Origin, Master. So, jetzt machen wir hier mal einen Commit und checken mal, ob das an sich funktioniert. Brauchst du nicht einen CD? Doch, ich brauche wahrscheinlich einen CD. Wir gucken uns jetzt erstmal an, ob das funktioniert. Ich muss jetzt mal ein paar Test-Commits machen und gucken, ob das funktioniert. Also, warte mal. Wir echoen mal irgendeinen Mist in die README und gucken, ob es funktioniert. Git Commit A-M, Check W und. Git Push Origin. Origin Prod. Okay. Schauen wir mal, ob die GitHub Action funktioniert. Ja, da ist sie. Also, wir sollen jetzt hier. Wir bekommen jetzt hier ein automatisches Bild bei jedem Push in den Prod Branch. Also, Checkout funktioniert. Setup gibt wahrscheinlich einen Fehler. Ja, Setup gibt einen Fehler, weil ich im falschen Verzeichnis bin. Siehst du? Sind wir schon mal verkehrt. Bin im falschen Verzeichnis. Also, gehen wir mal. Packen wir das Ganze mal ins richtige Verzeichnis. GitHub Workflows.net. So, wie mache ich denn hier einen CD? Ich denke mal hier davor. Zack. CD. So, und wie heißt der Ordner? Auch CACW as a Service, ne? Okay. So. Pushen. Gucken, ob es funktioniert. Actions. Nächster Test. Bild. Geht das Bild jetzt? Postchamp. Gut, das muss er immer machen. Und. Bild. Ah, das sieht schon mal besser aus. Restored, sehr schön. Okay, also meine Webanwendung wird gebaut. Also, Job durchgelaufen. Gut, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das auf den Server bekomme. So, ich werde das jetzt mal hier in der Action programmieren, aber das wird ein bisschen schwierig, weil, um auf den Server zu kommen, brauche ich einen SSH-Key. Das heißt, ich muss jetzt in den Secrets mein SSH-Private-Key hinterlegen und das muss ich so machen, dass ihr es im Stream nicht seht. Ja. Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Also, von der Idee her, wir machen jetzt hier, es heißt nicht Restore Dependency, sondern es heißt Build. Build. So, und jetzt machen wir noch einen neuen Job, der die Sachen auf den Server kopiert. So, das nennen wir Deploy. So, und Deployed wird folgendermaßen. Kann man bei GitHub keine Secrets hinterlegen? Doch, kann man machen. Aber ich kann das ja nicht im Stream machen. Wenn ich das im Stream mache, seht ihr ja alle. Seht ihr das ja alle. Wir machen nichts, versprochen. Ja, Chat, glaube ich euch sofort. Less, ID, RSA, Deploy, wie habe ich das genannt? Deploy Key. So, das ist der Public Deploy Key. Mit dem komme ich nicht weit. Ich brauche den Private Deploy Key. Und ich muss gucken, dass es nicht bei mir in der Zwischenablage landet. Ei, wie mache ich das denn jetzt, Chat? Okay, big brain time. Also erstmal Zwischenablage ausschalten. Kill all. Ich mache jetzt die Zwischenablage erstmal kaputt. Erstmal die Zwischenablage kaputt machen. Abtippen. So, mal gucken, ob ich die Zwischenablage kaputt gemacht habe. Jawohl, sieht gut aus. Zwischenablage ist kaputt. Okay, Chat, ihr dürft jetzt nicht gucken. Ihr dürft nicht gucken. Ihr dürft nichts sehen. So, Deploy Key.
So. Ja, wie? Deploy Key. Also ich kopiere das jetzt mal da rein. GitHub. Settings. Secrets. Secrets. New Secret. Keine Ahnung. Private Key, nennen wir das mal. SSH Priv Key. Okay, Key ist reinkopiert. Ich hoffe, man sieht auch nichts. Jawohl. Okay. Ich blende euch wieder ein. Zack. Okay, also Key ist als Secret hinterlegt. Key ist als Secret hinterlegt. Jetzt können wir weitermachen. Also, wir gehen CD, CAC, WS, Service, Run, Deploy. Gut, das haben wir gemacht. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen diesen ganzen Ordner, den wir hier eben in Build angelegt haben, müssen wir rüber auf den Server kopieren. So, also von der Idee her, ich schreibe das jetzt einfach mal so runter, von der Idee her müssen wir jetzt Folgendes machen. Einen SSH auf irgendeinen x-beliebigen Hetzner-Server zum Ausprobieren, ob das funktioniert. Nehmen wir mal den hier zum Beispiel. So, ups. By the way, kann ich Green Clip wieder anmachen? Green Clip, dass ich wieder History hab. Ha! Und es ist nicht drinne. Also, SSH root add. Also, übrigens, eine der Sachen, die wir probieren wollen, ist dann am Ende, dass es noch automatisch auf alle Server geht. Wie ist das eigentlich, wenn der Server down war, bekommt er nicht eine neue IP? Nein, der behält die gleiche IP. Aber wir versuchen das ja am Ende noch dynamisch zu machen. Da müssen wir mal gucken. Also, root add Server. Ich probiere jetzt erstmal auf einen Server zu deployen und gucken, dass das funktioniert. Mac Madut, Dankeschön für den Sub. Also, wir wollen SSH auf diesen Server. So, da wollen wir dann sagen, System.ctl, System.ctl, Stop, Hack WS, Service. So, dann wollen wir deployen und dann wollen wir starten. So, und dazwischen wollen wir die Anwendung rüber rsynken. Also rsync minus a und dann ist es, glaube ich, info progress 2 oder so. Das ist ganz wir, dass es eine progress anzeigt und nicht jede Datei einzeln. So, und dann wollen wir Bildordner rüber kopieren. Und zwar nach root add dem da. So, soweit müsste mein Deployment sein. Das funktioniert jetzt allerdings nicht, weil ich keine SSH-Keys habe. Und jetzt muss ich mal gucken, GitHub Secrets, wie man darauf überhaupt zugreift, das weiß ich aus dem Kopf nämlich nicht. Also ich habe hier in meinem Repo meinen Private Key hinterlegt, so dass ihr den nicht sehen könnt. Und da kann man jetzt drauf zugreifen, nämlich mit, hier, Secrets. So, ich vermute mal, dass das hier nicht funktioniert. Wie habe ich das genannt? SSH? Das wird nicht funktionieren, weil das hier ein String ist. Es gibt einen extra GitHub Action für Kopieren von per SSH und STP kopieren. Aber das ist doof. Ich probiere mal was. Ich hoffe, ich leake meinen Key jetzt nicht. Was aber, by the way, nicht schlimm ist, wenn ich meinen Key leake. Ich habe das für nichts anderes verwendet als das. Kurz was gucken auf dem zweiten Bildschirm. Wo ist denn hier? CAC WS Service. Ich mach das einfach auf dem zweiten Bildschirm, lol. Dann ist gar nicht die Gefahr, dass ich irgendwas leake. Secrets. Ja, wunderbar. Wieso hast du den Private Key im Repo hinterlegt? Und warum nicht? Weil es ein Secret ist, was zu diesem Repo gehört.
und der nur für den Server verwendet wird, wo es drauf soll. Da ist doch eigentlich sinnvoll, dass er ins Repo kommt. So, also es könnte sein, dass ich jetzt meinen Key leake. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache. Also, wir schreiben den Key einfach in eine Datei rein. So, wir machen ein SSH-Verzeichnis. mkdir.ssh. Dann echoen wir das da rein nach .ssh/idrsa. So, es kann sein, es kann gleich sein, dass es geleakt wird. Die Private Keys sind nicht im Repo. Die Private Keys sind als GitHub Secret im Repo. So, und jetzt kann ich sagen minus i. Ne, brauche ich gar nicht minus i. Das greift jetzt ja automatisch. Okay. Mal checken, mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Commit. Bam. Push. Schauen, was passiert. Gleiches Key-Leak angesagt. Weiß ich eh schon. Was Key in Anführungszeichen? Ups. Oh nein, das habe ich nochmal gepusht. Ich kack nur. Nö, das muss nicht. Oh ja, das muss in Anführungszeichen. Okay, Anführungszeichen. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Anführungszeichen. Anführungszeichen. Das war keine gute Idee. Vielleicht kann man das canceln? Cancel Run. Bam, weg damit. Cancel Run. Brauchen wir alles nicht. Alles overrated, debated, outdated. Guck mal hier. Cancel Run. Okay. Wunderbar. Okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Gequotet. Wir machen übrigens nicht, wir machen Single Quotes. Dass der auch auf gar keinen Fall irgendwas escaped. Und danach mache ich mal einen. Mal gucken, ob das funktioniert. LSLA auf .ssh und guck, ob das klappt. Okay. Push. Bam. Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Pausierungs-Champ. Ob? Ah, yes. Setup, Bild. So, ja, funktioniert, nice. Host Key Verification failed. Oh no! Anyway, ich weiß, was ich verkehrt habe. Ich muss ihm noch sagen, dass er den Key das erste Mal akzeptieren soll. Also, was ist das für eine richtige Option? Strict Host Key Checking. Nicht no, nicht no. Wir wollen Accept New. Das ist die neue Big Brain Options für sowas. So, also SSH. Accept New. So, das müsste eigentlich jetzt klappen, was ich hier mache. By the way, was macht er überhaupt? Ah, guck mal, der ist richtig massive brain. Der tut das Secret aus Sternchen. Huge, easy. Sie wissen genau, dass so Leute wie ich da regelmäßig was leaken. Übrigens, habe ich die Server überhaupt aufgebaut? Habe ich die Server überhaupt aufgebaut mit dem richtigen SSH-Key? Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Der sagt wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert. Nee, ich habe die Server nicht aufgebaut mit dem richtigen Key, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das Bild macht. Mit Test hast du. Ah, Mist, dann funktioniert's nicht. Unprotected Private Key File. Oh mein Gott. Permission denied, ja. Okay, das können wir fixen. Dann machen wir hier noch, weil ansonsten geht im Zweifelfall SSH nicht. chmod600.ssh, dass das SSH nicht rummeckert. .ssh/IDRSA. So, und jetzt muss ich die Server bei Hetzer nochmal neu aufbauen, weil der Key falsch ist. Da lacht er über mich hier. Zack. Wobei, kann man den Key nicht zusätzlich danach hinzufügen? Geht das?
Außer per SSH Copy ID oder sowas. Können die sowas? Können die sowas übers Webinterface? Nee, oder? Cas geht down, Leute. Das ganze Verzeichnis muss 600 sein. Nee, nee, nur der Key. Nur der Key muss. Mache ich jetzt SSH Copy ID auf alle oder nicht? Nein, ich baue jetzt einfach alle nochmal neu auf. Easy. Da können wir gleich testen, ob unser CACWS Service gut funktioniert. So, Delete. Weil das muss ja in Zukunft auch funktionieren mit dem richtigen Key. So. Zack. Okay, also der richtige Key ist... Machen wir hier zu. Ansible. Der richtige Key ist... nicht... Wo ist der Key? Nicht Test at Test. Der richtige Key ist Test at... Poggers 2 ist der richtige Key. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Max at Poggers 2 ist das richtige. Max at Poggers 2. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Nicht Poggers 1, nicht Poggers 0, nein, Poggers 2. Warum habe ich meinen Alias hier nicht? Aber Workflow juckt mich jetzt nicht. So, Server werden wieder aufgebaut. Ich meine, ich bin ja ein Fan von, wenn so Sachen automatisiert sind, ne? Aber das müsst ihr schon zugeben, das ist eine echt coole Geschichte mit Service down, neue Server hinstellen, Service up und sie kommen automatisch ins Load Balancing rein. Also viel einfacher, es sei denn, man hat das vercontainerisiert mit irgendeinem Orchestrator oder so noch dabei. Also viel einfacher kann das jetzt an dieser Stelle für unseren Dienst echt nicht sein. Hetzner hat interessante Range. Weil, also mir sagt diese Range jetzt nichts. Kurz und knackig. Ja, okay. Wenn es danach geht... Wow! Was? Monk S? Ah! Die IPs sind doppelt. Okay, ich muss sagen, mein Aufbauskript ist doch nicht so Big Brain, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt sind die IPs doppelt vergeben. Kann Ansible irgendwie das ignorieren? Das ist ja doof. Kann Ansible das irgendwie... Gibt es da irgendwie die Möglichkeit zu sagen, Ansible, piss dich, Alde. Nerv nicht rum. Ich meine, ich kann einfach SSH Known Host machen. Und mal diesen ganzen Shit hier rausschmeißen. Bam. So. Und jetzt nochmal ausführen. Aber so geht's auch. Ja, mit Umgebungsvariable oder Ansible CFG. Ah, Ignore Errors, yes. Nee, ich will ja nicht Ignore Errors, yes. Ich will nur Ignore SSH Errors. Gut. Okay, jetzt warten wir, bis CACWS as a Service aufgebaut ist. In der Zwischenzeit können wir eigentlich weitermachen. Mit unserer GitHub Action. GitHubWorkflows.net. Also, wir legen den SSH Key an. Dann connecten wir uns, adden den Server-Key, dass es keine Fehler gibt, stoppen CACWS as a Service, SCPen den Bildordner rüber nach ins Heimatverzeichnis. Wo muss der Bildordner eigentlich hin? Ansible Host Key Checking. Ah, excellent, excellent. Wo muss der Bildordner eigentlich hin? Der muss nach Home App CACWS as a Service. Siehste? Schon wieder verkehrt. Aber wir gucken erstmal, ob das Deployen an so funktioniert. So, nehmen wir mal den hier als IP. Funktioniert der Kram noch? Was ist denn jetzt schon wieder hier? Failed to connect? Warum? Permission denied? Ah! Ich habe ja den anderen Host Key ausgewählt.
deswegen funktioniert das nicht. Wie sage ich Ansible, was es für einen Host-Key verwenden soll? Okay, wir stoßen hier auf ganz neue Probleme. Ich muss den Chat nochmal kurz löschen. Bam. Wenn das jetzt irgendein hetzender Admin hier im Monitoring sieht, er denkt auch, was treibt der Typ da eigentlich? Warum erstellt er wie verrückt immer 5 Server und löscht die wieder? Was macht der Dude da? Oi. Also, Moment. SSH-Key ist richtig. Aber ich kann mich ja nicht dran verbinden. Ansible Key Identity. Okay, wie geht das? Ansible SSH Private Key File. Excellent, das brauchen wir. Inventory File in Host war. Kann ich nicht irgendeine Environment-Variable machen oder so? Environment-Variable oder? Ansible SSH Key Environment. Geht doch bestimmt. Private. Default Private Key File. Ansible Private Key File. Okay. So geht das. Ansible Private Key File. Also. Export Ansible Private Key File. Welches brauchen wir denn überhaupt? Home. Deploy Key. Nee, Home Max Deploy Key. Ja, so hieß das Ding. Okay. Home Max Deploy Key. So, und jetzt muss das funktionieren. Pass mal auf. Bam. Easy. Easy as a fuck. So. Plus RNG. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Hoffentlich frisst er das jetzt. Oh, der meckert bestimmt, weil der Key. Moment, Leute. Ha! Nein. CH-Mod 666. CH-Mod 600. Zack. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? So. Ah, guck mal, es scheint zu funktionieren, Leute. Gerade nochmal rechtzeitig. IP-Leak, OMFG. Ich habe ganz viele IPs geleakt. Okay. Komm, funktionier einfach. Changed. Change klingt schon mal gut. Install Packages. Ich glaube, es funktioniert, Leute. Okay, was macht der Service? Der Service ist unreachable. Okay, das passt auch. Load Balancer. Das ist Schwachsinn. Warum ist das healthy? Der Load Balancer ist richtig... Ah, okay, jetzt ist unhealthy. Der ist ein bisschen fail. Was hast du schon gemacht? Eigentlich sind wir gerade beim letzten Schritt GitHub Actions anlegen für Deployment. Und das muss heute noch sein. Da bin ich ganz scharf drauf, dass das funktioniert. Auf Deploy. Let's go. Was? Localhost? Achso, das Bild. Das Bild macht er immer Localhost. Ja, okay, das ist in Ordnung. Okay, CAC WS Service sollte bald wieder verfügbar sein, Leute. Gleich ist wieder da. Postchamp. Bei der Gelegenheit könnte ich nochmal kurz erwähnen, dass dieser Stream gesponsert ist von Hetzner Cloud. Wenn ihr auch mal ausprobieren wollt, Ausrufezeichen Hetzner im Chat. Anmelden über den Link, Gutscheincode einlösen, 20 Euro Startguthaben sichern und rumbasteln. Und Hetzner rechnet stündlich ab, das heißt, ihr könnt euch auch ein paar richtig fette Server kaufen für ein paar Stunden und ihr müsst dafür nichts bezahlen. So sieht's aus. So, ist CACW, erster CACW as a Service ist schon wieder da. Bam, da ist es, funktioniert wieder. Müsst für die Anmeldung euch noch verifizieren, ja gut, das kann sein. Das ist ja mittlerweile Standard, dass die alle... Ups. Wobei, bei OVH habe ich es nicht gemacht. OVH wollte von mir eine Ausweiskopie. Da habe ich gesagt, nope.
No pass. Oh, das ist gerade sehr schnell, der Service hier. So, die anderen Server sollten jetzt eigentlich gleich auch wieder hochkommen. 3 haben wir schon hier, zack, jawohl. Der Load Balancer ist hart am Load Balancen, 4 von 5. Zack. Wunderbar. Also da sind wir wieder. Gut, jetzt können wir unsere GitHub-Geschichte weitermachen. Also. So, das sollte jetzt eigentlich funktionieren, nachdem ich den Key richtig drin habe. Also von der Idee her, sollte der sich jetzt auf diesen Server verbinden und die neue Version dahin deployen. Zeig mal her, ob das funktioniert. GitHub. Actions. Und Chat, meint ihr, es funktioniert? Async Directory anpassen. Was habe ich denn verkehrt gemacht? Zeig mal. Async Build. Wieso, ist doch richtig. Will das Build Directory ins Heimatverzeichnis kopieren. Zum Testen. Danach ist falsch, das stimmt. Aber zum Testen ist doch alles gut. Okay, jetzt. Jetzt kommt... Ah! Was ist denn jetzt schon wieder? Some files were... No such files or directory. Warum nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Das Bild hat doch funktioniert. Also, Home, Runner, Work, CACW as a Service, CACW as a Service, bin... Bild. Wie oft denn noch CACW as a Service? 3 Mal. Warum? CACW as a Service, CACW as a Service, CACW as a... Meine Fresse, Alter. Wie oft denn noch? Das hört ja gar nicht mehr auf. Triple U CACW. Du hast 3 Mal CD im Workflow. Ja, das habe ich ja nur, dass ich... Hä? Aber, hä? Das ergibt keinen Sinn. Ich bin doch hier in dem Ordner, wo Bild drin ist. Warum bin ich in einem anderen Ordner, wo Bild drin ist? Guck mal, hier bin ich, hier sage ich CD und da ist... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Home Runner Work? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich geh in das Verzeichnis rein. Und sag, mach Bild, Output, Bild. Okay. Ich meine, ich kann das hier ein Verzeichnis nach oben machen, dann wird es funktionieren. Aber so, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Aber scheiß drauf, ich will es jetzt nicht verstehen. Ich will gucken, dass es funktioniert. Der Bild ist in Cars, was, mal 3, aber erst in CACW as a Service mal 2. Ja. Aber warum? So, jetzt habe ich ihm gesagt, dass er den Kram einen Ordner weiter oben drüber machen soll. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Auf. Deploy. Oh, Deploy hängt schon, das ist gut. Deploy ist schon am... Wie, Cleanup? Moment, der macht einen Cleanup, bevor er die... Ich glaube, das stimmt nicht, was da steht. Ich glaube, das ist Müll. Hat es funktioniert? Hey, es hat funktioniert! Es hat funktioniert. Guck mal, er hat jetzt nach... Hier. Nice. Er hat es jetzt hier hin kopiert. Minus I. Deploy Key. Alter, nerv nicht rum. SSH, please. Geh fort. S. Und jetzt haben wir hier einen Ordner. Bild. Da ist es doch. Wunderbar. Bam. Funktioniert. Sehr schön. Also, wir haben ein Bild gemacht und es landet auf dem Server. Das ist doch schon mal exzellent. Genauso soll das sein. Also, Vim.
Machen wir mal weiter. Also von der Idee her funktioniert das ja, was wir hier gestrickt haben. Der baut die Anwendung und schiebt sie unter dem Ordner Build auf das Zielsystem. Ja, das ist ja eigentlich erstmal alles, was wir erreichen wollen. So, und jetzt kommt Big Brain Time. Und jetzt dynamisch auf alle Server, die es gibt. Wie kriege ich von GitHub raus, welche Server ich bei Hetzner habe? Moment, ich hab die Idee. Kann man Hetzner Cloud CLI auf Ubuntu installieren? Pass mal auf, geht das? Ist das im Repo drinne? Ubuntu, hallo? Browser, please, Vodafone. Hey, das funktioniert. Okay, das probieren wir jetzt aus. Also wenn das funktioniert, da wäre ich äußerst... Also, mega überrascht, wenn das funktioniert, Alter. Du kannst doch einfach einen H-Cloud-Container einbilden. Ach, Quatsch. Wir machen das manuell. Ich glaube, es geht los. Irgendwelche komischen Container. Aber dann hast du einen Hetzner API-Key im Repo. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das mache ich als Secret. Das mache ich als Secret. Minus Y, ja. Okay, also von der Idee her sollte jetzt der Hetzner... Falls das funktioniert... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Sekunde. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Wo ist dann der Key? Der ist als Secret hier unter den Settings. Der gehört zwar logisch gesehen zum Repo in GitHub, ist aber nicht Git-mäßig eingecheckt. Das geht echt nice. Okay, Build Step, zack, Deploy. Moment, hat es jetzt funktioniert mit dem Install? Sudo apt. Moment. Hey, das funktioniert. Der hat das installiert. Ah, jetzt muss ich auch mal einen API-Key hinterlegen. Okay, Leute, ich muss mir einen API-Key generieren. Da könnt ihr jetzt leider nicht zugucken, wenn ich mir einen API-Key generiere. Zack. Dürft ihr nicht sehen. Security. Zack. API. Ich mache einen Read API Token. Read Only API Token. Ja, aber ich will trotzdem nicht, dass ihr den seht. Generate API Token. Read Only heißt der. Read Only. API Token was generated. Und jetzt gehe ich auf GitHub und werf das bei mir in die Secrets rein. Als H-Cloud oder so. Du. Secret. H-Cloud. API machen wir jetzt. Add secret. Okay, wunderbar. Okay, ich hab's geaddet. Ich kann euch jetzt wieder einschalten. Okay, also. Secret ist geaddet, heißt hcloud underscore API. Ich muss übrigens mal hier meinen ganzen Kram zumachen. So, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Big Brain Time. Moment, das muss ich lokal machen. Hcloud, wie funktioniert's? Hcloud Server List. So, jetzt kriege ich alle Server ausgespuckt. Okay. Okay, ich will die IPs aller Server haben. Also, grab, nee, oh, Big Brain Time, Leute. Jetzt könnt ihr was lernen. Wobei ich mir da auch nicht genau sicher bin, wie das aussehen muss. AWK, print,
Was ist denn das? 1, 2, 3, 4, Dollar 4. Dollar 4. Aber nur mit dem Tag, stimmt. Na gut, ich habe aktuell in diesem Projekt nur welche damit. Guck mal, zack. Label, stimmt, stimmt. List mit dem Label brauchen wir jetzt. Label. Unknown Flag. Labels? Wie gebe ich denn hier die Labels aus? Unknown Flag Labels. Columns. Ah, minus O. Boah, jetzt wird's aber hier... Minus O Labels. Nee. Bin, okay, da bin ich zu... Da bin ich jetzt zu low brain für... Output can be controlled minus O Flag. Use minus O no header to suppress table header. Das finde ich schon mal gut. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich. Oh, kein Header. Minus Columns. So. Hä? Kann ich sagen IP? IP? Nee. Muss ich das jetzt immer so machen oder wie? Ah, es ist nicht IP, es ist IPv4. Und kann ich nicht so hintereinander schreiben? Doch. So. No header. Headers. Nee. Ich bin dazu low brain, Alter. No. Wie war das? No header. Ich geb dir Header, Alter. Ah, so. Okay. Wunderbar. Okay. Also, Crap, also nur die mit CAC WS a Service. Crap nach CAC WS a Service in der ersten Zeile. Alles klar, ich meine, das sind jetzt alle, die wir haben. So, und jetzt, okay, jetzt kann ich auch einfach sagen, hier, Cut, Delimiter, Leerzeichen, Feld 2. Jetzt kriege ich, Feld 1. Tab. What? Okay, AWK. Was auch immer. Es ignoriert das Ganze. Print $2. So, jetzt haben wir die IPs. Und jetzt können wir Folgendes machen. Oh, das wird eklig. Aber es funktioniert. For I in den IPs hier. Du. Echo Dollar I dann. Nee. Aber. Ah, yes, nice. Okay. Und da drin können wir jetzt unser Deployment machen. Big Brain Time, Alter. Massive Brain Time. Wenn das funktioniert, dann beiße ich mir in Arsch. Also sprichwörtlich, nicht wirklich, ne? Wo sind wir hier? Also, wenn das funktioniert. Wenn das. Einzeiler, easy. Wenn das funktioniert. Okay. For I in H-Cloud, bla bla bla. Wie das schon ausschaut. LOL. Can't wait. Okay, Echo. Flup. Wir machen mal eine halbwegs schöne Ausgabe. Echo. Change inner Dings. Deploy. Dollar I. Ach so, ich brauche ja den API-Key hier noch drinne. Moment. H-Cloud, CLI, API, Key, Environment-Variable. Wie schreibe ich das da rein? CF, ne. Als vielleicht Token, wenn ich API-Key... H-Cloud, CLI, API-Token-Environment... Variable. Geht doch bestimmt. H-Cloud-Token. H-Cloud-Token. Okay. Environment-Variable GitHub-Actions. Leute, ich hab's euch in einem der Videos gesagt. Googeln ist das Wichtigste, was ihr können müsst. Was ist CAC-W as a Service? Geh mal drauf. CAC-W
Punkt Services. Gib mal bei dir einen Browser ein. Dann wirst du sehen, was das ist. Environment. Ach hier, Env. Env, Day of Week. Okay, also, das heißt, wir wollen hier jetzt haben Env. Nee, ergibt das Sinn? Ist falsch eingerückt. Env. So, und dann wollen wir nicht Day of Week haben, sondern wir wollen H-Cloud Token haben. Also würde ich sagen, rücken wir das mal so ein. So, und jetzt Secrets. Secrets. Nicht den Private Key, sondern H-Cloud API habe ich das genannt. Alter, ich beiß mir so in den Arsch, wenn das funktioniert. Erste Einreihung war korrekt? Nee. Glaube ich nicht. Oder? Env ist auf selber Ebene wie Steps? Tatsächlich? Nee. Hä? Man kann es da und da angeben. Nee, hier reicht das. Ich brauche das ja nur hier. Lass dir nichts erzählen, genau. Anzeige ist raus, Abmahnung ist raus, Kündigung ist unterwegs. So, also dann kopieren wir das mal hier rein. So. Okay. Also. Lol. Also, ob das funktioniert, fuck it. Also, root at $i. Deploy $i. $i. Habe ich noch. Seht jemand noch irgendwo hardcoded IPs drin stehen? Seht noch irgendjemand? Nee, ne? Okay. Okay, ob das. Ich beiß mir so in den Arsch, wenn das funktioniert, Actions. Ah, wir hätten eine Prediction machen können. Setup. Okay. Ja, ja, mach. Das interessiert mich nicht. Da wissen wir, dass es funktioniert. Build. Okay. Ja, Build. Deploy. Okay, jetzt wird's spannend. Apt-Install. Ja, Install. Okay, gut. Deploy. Stopp. Wait. Das funktioniert! Der deployt jetzt auf alle Hetzler-Server drauf. Poggers. Das ist ja nice. Richtig Six-Head-Time. Huge. Guck mal, alle der Reihe nach. So nice. So, das heißt, jetzt können wir ausprobieren, ob alles funktioniert. Ach so, Moment, das landet noch im falschen Ordner. Das landet hier unter SSH. Das landet hier unter Build. Da ist es ja falsch. Das muss nach... Wo muss das nochmal hin? Home App CACW as a Service. Okay. Und dann muss es auch App gehören. Okay, es wird doch noch ein bisschen ekliger als gedacht. Also... Vim. Okay, wir deployen jetzt den Build-Ordner nicht dahin, sondern wir deployen Build nach App CACW as a Service. Und danach müssen wir noch ein CH-Own drüber machen. Lol. Ist es minus klein R oder minus groß R? Wir machen übrigens mal einen Break nach dem ersten, weil ich nicht ewig warten will. Minus groß R? And CH own ist recursive tatsächlich. Moment. Ach so, SSH, ja. Muss per SSH gemacht werden natürlich.
Ups. Ah, ich hab zu viel gewimmt, Alter. Das können wir übrigens hier mit reinmachen. Warum zwei SSH-Kommandos, wenn man eins machen kann? Kann AirSync das nicht auch gleich CH ownen? Ich weiß es nicht. AirSync, CH own. Gute Frage. Kann das AirSync? For permissions to propagate you need perms-p flag and for owner you need owner group. Hä? Monka S. Was? Okay. AirSync, Owner Group. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu Big Brain gewesen jetzt. To be the same as the source file. Nee. Nee. CH Own, User Group. Perfekt. Dann machen wir das doch. AirSync, CH Own, App. Wunderbar. Okay, also, das sollte jetzt soweit funktionieren. Der holt sich alle Server, deployt das, stoppt CACWS Service, AirSync die App rüber. Übrigens, hier sollten wir noch machen, --, delete, dass er Files löscht, die es im Source nicht gibt. Beispiel da gar nicht so, okay. Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn da eine Datenbank drin liegt, SQLite oder so, ist er weg danach. Das ist vielleicht keine allzu clevere Idee. So. Der stoppt das, danach startet er es. Ich blicke jetzt nur bei AirSync nicht durch, wie die richtigen Kommandos sind. AirSync, der schiebt jetzt Bild dahin. Muss ich... Kann ich den Target-Ordner irgendwie umbenennen? So? Oh ne, AirSync-Dinger. Oh. Also jetzt heißt Bild halt als halt auch da Bild. Kann ich nicht AirSync sagen, ich möchte diesen kompletten Bild-Ordner umbenennen nach CACW as a Service? Schauen wir mal, ich führe das jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was dann da rauskommt. Einfach Bild slash? Keine Ahnung. AirSync ist echt so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich kann ein paar Dinger, aber das kann ich mir immer nicht merken. AirSync rename. Ja. AirSync cannot at this level. Das will ich ja auch nicht. Ah, hier. Link Desk. Ach du große Scheiße, was kann das? Okay, es wird kopiert. Wurde kopiert auf. Sekunde. Ah, Scroll. Scroll Action. Oh, zu viel. So, es wurde kopiert auf. Deploy auf den da. Okay. Schauen wir mal, ob der das richtig gemacht hat jetzt. SSH, Deploy Key, auf den da. Yes. Okay. Home, App, CACW as a Service. Da ist ein fucking Bildordner drin. Okay. Chat, ich vertraue euch, dass ihr wisst, was ihr macht. Ich mache das jetzt so, wie ihr das geschrieben habt. RM-RF. Home, App, CACW as a Service Build. Ich weiß, Chat-Vertrauen ist immer so eine Sache. Aber wobei, hatte der Chat schon jemals nicht recht? Fällt euch was ein? Ja, um ehrlich zu sein, mir fallen bestimmt 500 Sachen ein, wo der Chat nicht recht hat. Aber das kann nicht sein. Der Chat hatte eigentlich immer recht. Meinst du einfach hier einen Slash machen, dass der das dann umbenennt? Da habe ich so meine Zweifel, dass das funktioniert. Okay, schauen wir mal. Okay. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Prediction. Ich glaube, das kriegen wir nicht mal schnell genug hin. Der Job läuft schon. Nix mal Predictions.
Prädiktions. Ah, ja, ja. Okay, hoffentlich funktioniert das jetzt, weil ich habe Hunger. Und ich will da noch einmal zeigen, was es jetzt alles gebracht hat, was wir gemacht haben. Weil das ist eigentlich ein richtig cooles Setup. Oh, guck mal, das API-Token wird auch ausgegraut. Das Ding ist richtig clever. Okay, SSH, auf welchem hat er das jetzt gemacht? Hier, 143, 143. Damn. Home, App. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, Bild. Ho? Wie hat das jetzt funktioniert? Ernsthaft? 20.27 Uhr. Na gut, das war die ganze Zeit schon da. Neunter. 29. August. 18 Uhr. Das hat funktioniert, Leute. Das hat funktioniert. So, System CTL. Restart. Restart. KQW as a Service. Status. Funktioniert. Nice. Okay, okay. Das bedeutet, boah, das ist ja cool. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal hier das Break wieder rausnehme. Das bedeutet, okay, testen wir doch mal aus, ob das funktioniert. Also, machen wir mal eine Änderung in KQW as a Service. Machen wir mal eine Änderung in KQW as a Service und lassen die deployen auf alle Systeme. So, was... Ja, was können wir mal hier für eine Änderung reinmachen, die man überall sieht? Habt ihr eine massive Idee? Wir können das Randomness wegmachen von 0 auf 0, um zu gucken, ob es funktioniert. So, bam. Also, die Randomness von KQW ist weg. Ich kann die Background Color nicht machen. Ich liefere das Bild zurück und nicht etwa eine HTML-Seite. Aber ich mach die Randomness weg. Also das heißt, ab jetzt ist das Bild immer gerade zum Testen. Okay. Ja, ja. Perfekter. So, wir committen das in JIT. Pushen das. Page-Titel geht nicht, das ist ja kein HTML. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und mal gucken, ob es der Load Balancer mitkriegt mit dem Deployment. Okay, wir lassen ihn jetzt im Hintergrund deployen. Und gucken hier mal. Okay, noch ist alles beim Alten. Ja, ja. Liegt. Ihr kriegt es trotzdem nicht raus. Load Balancer. Okay, was macht die Action? Es deployed. Okay, es deployed. Es fängt jetzt an. Okay. Ah, guck mal. Guck mal. Die Services sind kurz down. Man sollte ein bisschen warten zwischen dem Deployen, dass der Service nicht auf einmal weg ist. Dafür haben wir nämlich den Load Balancer nicht gemacht. Aber es sollte jetzt auch... Ah, guck mal, der erste ist schon wieder da. Bam, es funktioniert, Leute. Fünf Server deployed. Und jetzt kommen sie auch wieder ab langsam. So, und jetzt machen wir mal einen realistischen Workflow, dass man sich mal so vorstellen kann, wie cool das eigentlich ist jetzt. Also, gehen wir nochmal kurz hier rein. Wir machen nochmal einen Sleep rein. So Sleep 30 Sekunden oder so, würde ich sagen. Dass nicht alle Server, oder mal 15 Sekunden, das reicht eigentlich, dass nicht alle Server down sind.
Also nach dem Deployment war Sleep 15 Sekunden. So, und jetzt fixen wir das wieder. Jetzt fixen. Das war ja, ist ja eindeutig ein Bug, ne? Also wir haben hier Bug gefixt. Wir haben hier festgestellt, okay, Randomness war broken. Also jetzt sagen wir Git, Commit, keine Ahnung, Fix, Randomness. Ich weiß gar nicht, ob man das so schreibt. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben nice Fix gemacht und sagen jetzt einfach nur Git, Push, ganz wichtiger Fix, Git, Push, direkt, Continuous, Agile Delivery, direkt Produktion pushen. Bam. So, Fix ist raus. GitHub Action erkennt, dass gepusht wurde. Läuft los. Fix Randomness. Also agiler geht's kaum noch. Agiler geht's nur mit dem Kubernetes Cluster noch. So, aktuell seht ihr noch alles kaputt. Alles noch broken. So, aber das Coole ist, jetzt sollte der Service nie down sein. Der Service sollte immer funktionieren. Vielleicht sollten ein paar Requests verloren gehen, aber es sollte alles der Reihe nach deployed werden. Also jetzt haben wir noch den kaputten Service. Guck, der erste Service ist down. Der erste Service ist down und wird gerade deployed. Okay. Funktioniert alles ohne Probleme weiter. Aber noch verbuggt. Zweiter Service ist down. Also ich hoffe, der erste Service kommt wieder ab, bevor der letzte down ist, weil ich ein Sleep 15 drin habe jetzt. Habt ihr es gesehen? Der erste Service war schon wieder da. Wenn ich auf dem richtigen lande. Guckt, der erste Server ist schon wieder da. Der erste Server mit Fix ist am Start. Ah, es werden immer mehr Systeme mit gefixtem. Je nachdem, auf welchem Backend ich lande. Und wenn alle Backends wieder da sind, ist der Fix überall ausgerollt. Ist das nicht cool? Das ist doch richtig nice. Oh. Nur noch zwei Stück verfügbar. Aber die zwei mit Fixes sind noch verfügbar. So, und da sieht man jetzt auch ein bisschen daran, warum diese ganzen Orchestrator-Geschichten wie Kubernetes und Containerisierung so beliebt geworden ist. Wenn du das im großen Stil machst, ist es halt richtig geil. Du hast was, noch eine Zwischenschicht, die sich für dich um sowas kümmert. Bei Kubernetes würdest du einfach sagen, okay, wir haben jetzt besonders viele User und skalieren unsere Container hoch von 5 auf 30. Bam, Deployment, Load Balancer rein, raus und es ist da. Dafür ist es halt praktisch. Aber auf der anderen Seite, für sowas Kleines, finde ich, ist es relativ überflüssig, weil du dich dann auch um irgendwelche Cluster-Geschichten zusätzlich kümmern musst. Also ich finde, für so einen kleinen Service hier wie CACW as a Service ist das ziemlich das Optimalste, was man machen kann. Load Balancer mit Zertifikat drauf, 5 Backend-Kisten, das ist jetzt total übertrieben, 5 Backend-Kisten bräuchte da im Leben nicht. Also eigentlich bräuchtest du gar keinen Load Balancer dafür. Sagen wir mal so, wenn es jetzt der neueste Shit wäre hier, dass die gesamte Welt CACW as a Service benutzen würde, dann wäre das angebracht, ja. Aber da müsst ihr zugeben, das ist ein echt cooles Setup jetzt. Das ist übrigens mal im Vodafone, was heute Abend so lahm ist. Das ist nicht Hetzner oder sonst was. Aber ich bin begeistert, Leute. Ich bin richtig begeistert. Massive Poggers. Jetzt macht man einen Push mit einem Fix. Und zack, bumm. Ist das deployed. Na gut, wir haben maximal 10.000 Connections auf dem Load Balancer. Ich weiß nicht, ob man hier die Connection-Anzahl sieht. Target, Graphs.
Open Connections. Ah, okay. Wir sind nicht am Connection Limit. Wir sind nicht am Connection Limit. Wir können 10.000 Connections haben, gar kein Problem. No problem. Live. Eine Stunde. Jo. Richtig diagonal skaliert hier. Richtig 3D-diagonal skaliert. Sehr schön, sehr schön. Bin begeistert. So. Ich kann euch jetzt bei der Gelegenheit nochmal eine Sache zeigen. Wir haben hier relativ viele sinnlos Comets produziert, ne? Ich meine, guckt euch das mal an. Unsere Comet-History ist vielleicht nicht so clean, wie man das gerne hätte. Man sieht da eine Aktualisierungswut? Naja. Der Atomic. man könnte jetzt beispielsweise das ein bisschen schöner machen. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir fassen mal die Comets zusammen. Also, sagen wir mal, fix Randomness wollen wir beispielsweise jetzt behalten. Also, die einfachste Variante ist, wir sagen git reset auf, das Comet, wo wir die History wegschmeißen wollen. By the way, das macht man nur, wenn man der Einzige ist, der daran arbeitet. Ja, Interactive Rebase ist mir in dem Fall zu viel Arbeit. So, wir machen einfach ein Reset und dann machen wir ein neues Comet. Und sagen, git status. Ah, ich muss erst nochmal alles adden. Git status, jetzt ist geaddet. Git comet minus a minus m fix randomness. Die ich übrigens nie kaputt gemacht habe, aber egal. In dieser History. Bam. Jetzt haben wir eine ordentliche History. Push. Prot. Zack. Mit neu deployed. Ach ja, Force pushen. Natürlich. Was sonst? Lol. So muss das sein. Excellent. So. Und nachdem mein Master komplett sinnlos ist, git reset minus minus hard prod, bam. Push Master. Gut. Sehr schön. Und jetzt haben wir, jetzt deployt er zwar im Hintergrund nochmal, was relativ sinnlos ist. Deswegen macht man ja sowas in Master und nicht in prod. So. Und jetzt könnte ich wunderbar hier drinne entwickeln und wenn ich fertig bin, könnte ich sogar noch einen Tag setzen, wenn ich besonders cool sein will. Dann gehe ich hier einfach in meinen Prod-Branch, Merge, Master rein, Push, Prod, Bam, GitHub Action, ab geht's. Deployment im Load Balancer läuft. Deployment läuft. Service geht runter, aber er ist permanent noch verfügbar. So muss das sein. Würde man nicht in Dev-Branch arbeiten und irgendwann Prod mergen? Ja, Master gleich Dev. Kann man sich jetzt drüber streiten, was man da... Es ist Geschmacksfrage. Auf GitHub ist es auch in der Regel so. Master ist gleich Dev. Oder Main. Master darf man nicht mehr sagen. Oder was gibt's noch für Alternativen? Main, Master, Trunk. Was gibt's da sonst noch so für Master Branch Alternative. What are best alternatives? Main.
Ich habe damit keinen Schmerz, wenn mein Gitter, wenn meine Git-Branch ist Master-Branch oder juckt mich nicht. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Und auf der Arbeit lasse ich das auch weiterhin Master, weil wir genug Skripts laufen haben, die eben Master irgendwo Hardcore drinstehen haben. So, unser Deployment-Funst. Leute, wie hat euch der Stream gefallen? Ich fand, war richtig Pock wieder. Bei der Gelegenheit nochmal kurz Sellout, Shoutout. Dieser Stream wurde gesponsert von Hetzner. Ausrufezeichen Hetzner im Chat. 20 € Startguthaben sichern für Neukunden. Könnt ihr selbst ein bisschen rumbauen. Aber denkt dran, nichts irgendwie Relevantes in die Cloud schieben. Also ihr wollt ja nicht üben mit irgendwelchen Linux-Servern, die im Internet stehen und dann wichtige Daten draufschieben. Macht keinen Scheiß. Und denkt nach davor. Aber so einfach bekommt ihr nie wieder 20 € Startguthaben. Außer bei meinem nächsten Stream. Und am nächsten Jahr, wenn wir weitermachen mit Hetzner Sponsoring, dann auch. Wie switcht man? Windows-Taste, Control, Pfeiltaste. Also Windows-Taste, Control drücken und Pfeiltaste. CAGW as a Service. Wer sich angucken will, was wir heute getrieben haben, geht ja auf GitHub. Kann sich das anschauen. Da ist der Workflow drin. Da ist das Ansible-Playbook drin für die Server. Natürlich könnt ihr damit nichts direkt anfangen, weil ihr nicht meine API-Keys habt. Was ja auch so sein soll. Ja, und CAGW as a Service ist am Start, Leute. So, jetzt werden wir noch mal eine Sache machen. DNS-Konsole. Wir deleten die Records. Und ich lösche den Load Balancer, weil ich will dafür kein Geld bezahlen. Bam. Ich habe keinen Bock, dass die mir Geld abziehen für was, was ich einfach nur testweise temporär aufgebaut habe. CAGW as a Service ist down. No. Also Leute, wenn ihr CAGW as a Service vermisst, ihr könnt euch das GitHub-Repo auschecken und lokal laufen lassen, ja? So, und Server weg. Zack, bumm. Man muss sagen, das Hetzner Cloud-Zeug, auch GUI-technisch, ist das echt gut durchdacht. Zack. Infrastructure as Code. Naja, ein bisschen haben wir ja mit unserem Ansible-Playbook schon was. Das nächste Mal machen wir dann Big Brain Containerisierung. Eventuell. Vielleicht machen wir auch noch einen anderen Stream dazwischen. Muss die Server beim Push noch automatisch bauen lassen, wenn sie nicht da sind? Nee. Ist, glaube ich, keine so gute Idee. Kein Select All, das ist Absicht. Du willst kein Select All bei Serverlöschen machen. Das ist schon Absicht. Gehe ich davon aus. Ja. Nice, Leute. Also, wir sehen uns. Guckt mal bei meinem Link vorbei. Löst den Code ein, wenn ihr euch auch ein bisschen austoben wollt. Und wir sehen uns, Leute, im nächsten Stream. Bis denn. Macht's gut. CU.